Hallo und herzlich willkommen zur Folge 577 der Sims 4 100 Baby Challenge. Die Kinder sind in der Schule und sind alle sehr energetisiert. Ich weiß auch nicht warum. Und Molly schläft, ist wenig... Doch, sie ist auch energetisiert. Ach, wegen den Grundstücksmerkmalen. Warum geht's dir schlecht? Aua, weil... Oh ja, sie wurde wieder gebissen. Und wir sind mit zwei Kindern zu Hause. Das Kleinkind Annabelle ist eben eingeschlafen, haben wir in den Schlaf gelesen. Dr. Who haben wir eben gewickelt und gestillt, ist auch eingeschlafen und ja, hoffentlich können wir jetzt ein bisschen schlafen, bevor das nächste Kind was braucht. Vorher sollten wir vielleicht auch noch was essen, aber an für sich könnte es schlechter sein gerade, wie schlafen. Drumherum passiert keine größere Katastrophe. Es ist sozusagen ganz Gallien ist besetzt, könnte man sagen. Kenne deine Stipendien. Fehler zugeben. Okay. Okay. Alle unsere Kinder sind Dreier-Schüler im Moment. Also wird wahrscheinlich heute nicht so viel passieren im Sinne von älter werden. Außer Annabelle könnte älter werden. Genau, weil sie Fantasie schon fast Level 5 hat. Das gucken wir mal. Wie schwanger bist du? Wir werden angerufen. Ben. Ah, mit Dominik hat er eine nette Zeit. Tut mir leid, wenn mein Handy hier Stimmen macht. Ich bin immer noch in der Aufnahmesession drin, wo ich auf einen Anruf warte. Von daher kann ich es nicht auf komplett lautlos machen, weil das verpasse ich sonst. So, wir haben fast 12. Molly, maximal aufstehen und was essen. Oh, ich sehe schon, wir müssen wahrscheinlich den Kühlschrank entrümpeln. Da ist irgendwas drin, was verdirbt. Ich hatte dem letztes, es war so ärgerlich. Ich hatte Joghurt, also halt Haferjoghurt oder Soja-Joghurt, ich weiß gar nicht, irgendwie halt Vegan-Joghurt. Und ich habe gecheckt, ob der noch gut ist, bevor ich einkaufen gegangen bin. Und am nächsten Tag wollte ich kochen damit. Aber man kann Rührei machen damit. Das ruft uns schon wieder an. Galatea erhöht Verantwortung. Und als ich damit kochen wollte, war er nicht mehr gut. Das war so genau die Zeit, die er gebraucht hat. Und dann ging es nicht mehr. Ah, wir haben immer noch Verdorbenes im Kühlschrank. Oh nein. Was ist denn sonst noch da drin? Ne, jetzt ist es gut. Dann nehmen wir mal... Ne, es ist nicht gut. Okay. Dann lass mich mal weiter erforschen, was da in unserem Kühlschrank vor sich hingammelt. Okay. So, jetzt aber. Jetzt ist es okay. Dann kannst du einfach hier von meinem Gericht nehmen und was essen. Was machen die Knirpse? Dir geht's gut? Dir geht's auch gut? Ach, super. Okay. Ich glaube, die Hühner wurden heute Morgen schon gefüttert. Aber wir könnten nachher mal... Oh, warte. Wir könnten nachher mal den Stall säubern und... Eier einsammeln und vielleicht nochmal Futter verstreuen und so gedöns, wenn bis dahin nicht ein Kind was von uns braucht. Okay. Wie schwanger sind wir? Ach, das wollte ich eben ja schon gucken. Drittes Trimester in 5 Stunden. Ah, wir kommen langsam doch voran in dieser Schwangerschaft. Ich sehe gar nicht mehr, ob Molly schwanger aussieht oder nicht, weil ich so daran gewöhnt bin, dass sie schwanger aussieht, wo ich dann mir einfach nur denke, sie sieht halt aus wie Molly. Wie in der ersten Staffel von Sex Education, wo Otis... Ist das in der ersten Staffel? Vielleicht auch in der zweiten, wo Otis fragt irgendwie, wie sehe ich aus? Und Eric sagt so, wie Otis? Es ist das gut oder schlecht? So, nichts von beiden. Du siehst halt aus wie Otis. Halt so, halt Molly sieht für mich weder schwanger noch nicht schwanger aus. Sie sieht einfach aus wie Molly, wisst ihr? Tja. Okay. Dann kümmere dich mal um die Hühner. Ich lasse euch mal ausschlafen. Wer schläft, schreit nicht. Das ist immer ein Vorteil. So. Und Patchy kümmert sich hier um die Pflanzen, die gute Seele. Okay. Wie geht's euch denn sonst so? Ganz gut. Sehr schön. Okay. Oh, du bist wach. Aber du bist nur sauer, dass du wach bist, ne? Sonst geht's dir ganz gut. Ich glaube schon. Wir kommen gleich zu dir. Irgendwie haben wir immer noch Hunger. Haben wir nicht zu Ende gegessen? Oder wir haben schon wieder Hunger. Ich weiß es nicht genau.
Pass auf, dass dir nicht zu kalt wird da draußen. Wir haben schon wieder angerufen. Mareike Brandenburg ist ja so ein Schnuckelchen. Leute, die wir nicht kennen, rufen uns an, um nach Leuten zu fragen, die wir nicht kennen. Und es ist so... Habe ich das hier irgendwo abonniert? Halt, warum erzählst du mir das alles? Ach ja. Nenn mich einfach arm, weil andere Leute verkuppelt hat. Ach ja. Habt ihr schon mal Leute verkuppelt? Ich glaube, ich habe noch nicht Leute verkuppelt, aber ich war in der Grundschule mal damit beauftragt, einen Liebesbrief zu überbringen. Jawohl. So, ich würde das mal verkaufen. Okay. Okay, dann gehen wir mal zum Kleinen. Möchtest du mal in die Windel machen? Dann wissen wir danach, was Sache ist, ob wir dich baden müssen oder ob Wickeln reicht. Dann kommen wir mal hier hin. Nein, sieht so aus, als wäre nichts explodiert. Sehr schön. Dann können wir dich mal wickeln und füttern. Und dann füttern wir uns selbst auch nochmal. Ja, ja. Oh, gleich kommen die Kinder schon wieder aus der Schule. Wir haben den ganzen Vormittag verschlafen irgendwie. Dadurch fühlt sich das jetzt so an, als wären wir irgendwie noch vormittags, mittags. Aber wir haben schon, sind schon gut in den Nachmittag hinein hier. Mit der lieben Molly. Okay, wir haben die Reihenfolge geändert. Gut, das macht ja nichts. Und danach können wir ihn wieder schlafen legen und auch wieder ein Schlaflied spielen. Und dann essen wir gleich selber nochmal was. Und die Kinder sind aus der Schule. Zweier Schüler. Und Dorian Gray, bist du Zweier Schüler? Ja, auch. Okay. Das heißt, wir wollen alle Hausaufgaben machen. Was sind denn so eure Fähigkeiten? Jetzt habe ich hier nach den... Ihr habt schon genug Fähigkeiten, aber du noch nicht. Was hast du denn für Fähigkeiten? Tanzen können wir aufbauen. Tanzen oder Romantik? Ich glaube, wir nehmen lieber beim Tanzen. Das kann man halt... Tanzen ist auch nicht schlecht, wenn man das kann, glaube ich, wenn man auf der Suche ist nach Romantik. Würde ich jetzt mal so behaupten. Dann kannst du das mal einschalten... Auf, ist mir egal. Und dann kannst du hier noch ein bisschen tanzen. Und dann können die anderen beiden mal Hausaufgaben machen und danach tanzen kommen. Okay. Irgendwo ist gerade irgendwas kaputt gegangen. Ich habe es genau gehört. Das ist aber nicht kaputt gegangen, das klappt noch. Sei vorsichtig, ne, wenn du draußen Hausaufgaben machst, nicht, dass du mir erfrierst und so, ne? Okay. Doch, irgendwas ist kaputt, ich höre es. Ah, das war Patchy. Okay, dann kannst du mal hier... Das... Fertig zaubern. Oh nein, du hast das Kind auf die Windel gelegt. Das ist auch nicht die feine englische Art. Okay, dann leg das Kind mal wieder ins Bett und dann kannst du mal ein Schlaflied spielen und dann kannst du mal was essen. Ist hier schon wieder was verdorben? Unser ganzer Kühlschrank vergammelt von innen. Nein, unsere Torte ist verdorben. Das kommt aber ungelegen. Okay. Kannst du hier direkt nochmal ein Gericht nehmen? Ich mache mal kurz Pause zum Speichern. Okay. Was machen deine Skills, mein Kind?
Du arbeitest dran. Okay. Apropos Skills. Wenn du erwachst, möchtest du hier dann noch ein bisschen spielen? Galatea ist mit den Hausaufgaben fertig. Galatea, möchtest du direkt die Zusatzhausaufgaben hinterher schieben? Und danach kannst du mal essen und tanzen. Ich mag das, dass wir im Moment so ein tänzerischer Haushalt sind. Irgendwie finde ich das cool. Okay. Seid ihr denn Leute, die im Alltag so vor sich hin tanzen? Ich bin eher jemand, der so im Auto singt. Wobei ich tanze manchmal so minimal beim Spülen, aber halt nicht so doll, weil erstens kann ich nicht tanzen und zweitens will ich ja nichts irgendwie fallen lassen, so halt es geht so, aber so. Möchtest du dann auch mal Zusatzhausaufgaben machen, meine ich? So, Molly, wenn du gegessen hast, kannst du direkt mal noch einen Kuchen backen, weil wir brauchen eh wieder einen. Es ist immer so dieser fossile Kuchen, der irgendwie schon Generationen alt ist und irgendwie nie gegessen wird und dann immer nur zum Älterwerden dient. Ist einfacher als in den Sims 3. Da hätte man ja jedes Mal einen Kuchen kaufen müssen. Und jedes Mal würde der Kuchen auch, du kannst ihn nicht mehrfach verwenden, würde der Kuchen auch angeknabbert werden. Und dann hätte man unendlich viel Kuchen im Kühlschrank, den man nie komplett hätte essen können. Und alle würden immer nur Kuchen essen und würden krank vielleicht. Wobei niemand wurde nicht krank in Sims, wenn man so viel Kuchen gegessen hat. Aber realistisch gesehen, wenn man eine 100 Baby Challenge machen würde, wäre das zu viel Kuchen. Okay. Kannst mal einen blauen Konfettikuchen machen, weil warum nicht? Ah, Dorian hat seine Fähigkeiten erhöht. Dann kannst du dann mal Hausaufgaben machen. Sehr schön. Was hast du da im Inventar? Ach, eine Tanzfläche. Und unsere Kleine kann älter werden. Er mag tanzen auf jeden Fall. Und dann kannst du gleich älter werden, sobald unser Kuchen ready ist. So. Du kannst, nachdem du hier fertig bist, auch mal tanzen und essen. Oder essen und tanzen, in welcher Reihenfolge auch immer. Die Buchholz mögen es kalt, irgendwie hier. Ich weiß auch nicht. So. Und du kommst gerade ins dritte Trimester. Jawohl, das heißt morgen früh, irgendwann, morgen Mittag gehen wir dann. Nee, morgen um diese Zeit. So, morgen um diese Zeit gehen wir in die Wehen. Wahrscheinlich. Okay. Dann mach mal schön deinen Kuchen. Du kannst gleich auch noch Zusatzhausaufgaben machen und danach machen wir dich auch mal ready für alles. Warum bist du? Du bist zu lange wach. Deswegen bist du, geht's dir. Wo bist du denn? Ach, hier unten. Kannst du hier auf dem Boden mal schlafen? Das ist aber ungünstig, dass wir dich hier auf dem Boden haben liegen lassen. Da wäre ich auch nicht glücklich, wenn man mich auf den Boden liegen lassen würde. Da bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, ich muss mal kurz pausieren, dass das Spiel irgendwie Zeit hat zu verstehen, was hier passiert. Was passiert so viel auf einmal? Ich habe ja gerade schon gespeichert, aber trotzdem irgendwie so. Vielleicht speichere ich gerade mal nochmal. So. Kannst du schlafen gehen? Du probierst es gerade. Gutes Kind. Okay. Und du spielst hier ein bisschen weiter vor dich hin. Du wirst aber gleich eh zum Kind. Galatea, bis zum Essen. Du gehst zum Essen. Arwen. Ist noch dran. Ja. Und Dorian. Bist du wütend? Warum bist du wütend? Prüfung wiederholt. Ja gut, das passiert schon mal. So. Gut. Okay. Es ist sozusagen alles quasi unter Kontrolle, soweit man es halt unter Kontrolle haben kann hier. Gut. Und der Kuchen ist fertig. Dann stell den mal ab, meine Liebe. Dann kannst du mal Geburtstagskerzen hinzufügen und dann kann Annabelle mal älter werden. Geburtstagskerzen hinzufügen. Du kannst mal älter werden.
Zusatzhausaufgaben abgeschlossen. Sehr schön. Okay. Ich wünschte, das würde bei dem Kleinkind auch angezeigt werden und nicht nur bei dem Elternteil oder bei demjenigen, der hilft bei den Kerzen, dass man halt das so ein bisschen im Blick hat, ob das auch stattfindet oder nicht. Ernsthaft, ihr erfriert mir. Warum wirst du angerufen? Wer ruft dich an? Unbekannte Anrufe, oh nein. Kannst du rudern? Oh, ich werde angerufen, Moment. So, ich bin zurück. Das waren die Leute von dem Rauchmelder und dann ist das Spiel abgestürzt. Okay, wirst du jetzt älter, Annabelle? Ja, fantastisch. So, Molly, möchtest du jetzt hier mal Geburtstagskerzen hinzufügen und dann stellen wir das mal in den Kühlschrank? Okay. Es ist so spannend, die kommen und kontrollieren die Rauchmelder. In meiner alten Wohnung hat sich niemand interessiert für die Rauchmelder. Ich hatte einen Rauchmelder, aber ich hatte ja auch nur einen Raum. Und ich glaube, irgendwann wollte ich da mal nach den Batterien gucken. Und dann habe ich gemerkt, da waren die ganze Zeit, während ich da gewohnt habe, gar keine Batterien drin über Jahre. Und dann habe ich da mal Batterien reingemacht. Und dann war ich mir aber nicht sicher, ob das Ding wirklich funktioniert. Dann hatte ich so einen losen Rauchmelder noch so auf einem Regal stehen, so nur für den Fall. Und hier kommt irgendwie jedes Jahr jemand gucken. Du bist kreativ. Dann machen wir dich mal hier kreativ. Super. Okay. Dann, meine liebe Kleine. Wir haben natürlich Geschenke bekommen, wie immer. Okay. Dann kannst du mal zur Toilette gehen und was essen. Jawohl. Hello. Reste nehmen. Okay. Wie ist es bei euch anderen? Du bist jetzt hiermit fertig, dann kannst du mal hier zur Toilette gehen und was essen und dann noch die Zusatzhausaufgaben machen, mein lieber Schatz. Damit wäre uns sehr geholfen. Yes. Und wie ist es mit euch anderen? Du isst und dann gehst du tanzen. Du kannst eigentlich davor noch zur Toilette gehen. Wir gucken mal, wo dann bis dahin Toiletten frei sind. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst Kerzen hinzufügen? Mach das einfach mal. Und ich stelle es hier mal weg und dann kannst du mal... Nee, warte. Du musst gerade warten, bis dein Kind draußen ist. Dann kannst du da duschen gehen. Du kannst schon mal hier hingehen. Wie ist es mit dem Kind? Gut genug? Okay. So. Ihr könnt mal miteinander sprechen. Ich wünschte, die könnten mehr so miteinander reden. Wisst ihr, so halt so miteinander tanzen, meine ich. Wisst ihr, so halt wie Kinder miteinander tanzen. Das ist doch total süß. Das fände ich voll gut. Aber irgendwie können wir das nicht so richtig. Über Bruchrechnung reden. Wir sind so ein lustiges Kind. Mit uns hat man richtig Spaß. Wow. Mach mal einen Insider-Witz. Oh, du, ihr steht ineinander, okay. Eins nach dem anderen, dann kannst du dir jetzt was zu essen nehmen. Okay. Molly, du kannst jetzt mal duschen. Yes. Sehr schön. Habt ihr eine gute Zeit hier miteinander? Ich hoffe doch. Okay. Beschuldigen, Besitztümer angefasst zu haben, meine Lieben. Hier in diesem Haus gehört alles Molly. Alles, was ihr benutzt, hatten schon 1000 Geschwisterkinder vor euch. Mach mal über Erwachsene lustig. Über die kann man ja auch lachen. Okay. Ja. Das können gerne Spaßvögel sein. So, wie ist es mit dir? Ich weiß nicht, ob du morgen zur Schule musst, Annabelle, oder nicht, aber du könntest mal Hausaufgaben machen, nur für den Fall. Wenn du nicht zur Schule musst, musst du sie morgen dann nicht nochmal machen. Also es ist eigentlich schon gut. Du kannst jetzt mal Zusatzhausaufgaben machen. Sehr gut. Und Molly könnte jetzt theoretisch in Elternzeit gehen. So. Du kannst dann mal aufwachen.
und mal in die Windel machen und dann kümmern wir uns nochmal um dich und legen dich mal ins Bett. Da musst du nicht weiter hier auf dem Boden rumliegen. Aber bitte mach, lass die Windel ganz bleiben. Okay, scheint geklappt zu haben. Dann wickeln wir dich mal, dann füttern wir dich mal. Es gab doch mal irgendwie so einen Witz, da muss ich gerade dran denken. Das war, als ich in der Grundschule war. Das ging irgendwie so, erst schäle ich dich, dann esse ich dich und dann werfe ich dich aus dem Fenster. So wirkte das hier gerade. Es kam dann irgendwie raus, da ging es um eine Banane. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Witz geht. Daran hat mich das gerade erinnert. So. Okay, mein Schatz, du kannst dann mal, so schön getanzt hast, jetzt mal hier verwenden und dann schlafen gehen. Im Moment, muss ich sagen, kriegen wir Sachen wirklich gut hin. Du kannst mal hier schlafen. Und du kannst mal gleich hier verwenden, duschen, schlafen. Und du bist noch an Hausaufgaben dran. Um dich kümmern wir uns gleich. Okay. Und du kannst gleich eigentlich noch ein bisschen weiter tanzen, wenn du möchtest. Dann hast du noch ein bisschen mehr Spaß, den du da sammelst. Und du bist noch nicht so müde. Ja. Wir gehen im Moment durch eine Tanzphase in der Baby Tennis. Es ist sozusagen im Moment fast ein halbes Musical. Nee, warte, Musical ist, wo gesungen wird. Ein halbes Ballett. So. Ein halbes Ballett. Jawohl. Wusstet ihr, was der Unterschied ist zwischen einem Musical und einer Oper? Beziehungsweise einer Oper und einer Operette? Und eine Operette ist im Prinzip ein Musical, nur ist halt eher europäisch und älter, so. Der Unterschied ist, dass bei einer Oper zwischendrin nicht gesprochen wird. Das heißt, man hat nicht, halt bei Highschool Musical hat man ja zum Beispiel Phasen, wo nicht gesungen wird, wo die Leute einfach nur als Schauspieler normal miteinander reden, so. Das hat man in der Operette, das hat man in der Musical, in der Oper wird alles, was gemacht wird, gesungen oder getanzt. Aber es ist nicht, dass zwischendrin so Schauspielerei gemacht wird. Ich weiß nicht, warum ich euch das erzähle, aber hier bitte. Nur so zur Info. So. Oh, hier liegt die Windel wieder auf dem Boden. Und dir geht's nicht gut. Du bist sehr schwanger. Möchtest du trotzdem mal noch was kochen, meine Liebe? Das fände ich gut, wenn du noch was kochen würdest. Vielleicht noch so Gourmet-Kochen-mäßig. Daran wollten wir ja arbeiten. Wir haben schon wieder verdorben. Es ist so ein dermaßen gammeliger Kühlschrank. Es ist alles verdorben da drin. Okay. So, du kannst mal duschen auch. Oh, Molly, kannst du das hier mal sauber zaubern? Ganz zaubern, meine ich. Du kannst hier mal duschen. Und dann hier oben schlafen gehen. Und du kannst hier gleich auch mal schlafen gehen. Dir geht's aber noch ganz gut. Ach so, und du wolltest kochen. Oder solltest kochen. Von wollen war vielleicht gar nicht so die Rede. Okay. Du kannst mal Kürbissuppe machen. Das passt jetzt gut in den Winter. Ja, okay. Das funktioniert doch hier schon mal alles ganz gut. Alle Kinder gehen schlafen. Du bist versorgt. Mollys Bedürfnisse sind auch noch ganz okay und sie kocht jetzt noch was und dann gucken wir mal. Bis dahin braucht ein Kind irgendwas. Vorsicht mit den Messern. Ein Mensch meiner Bekanntschaft hat so als Hobby halt Messer, das klingt so weird, als Hobby Messer zu haben, aber halt so, der kocht, aber halt so, der ist so sehr in den Sachen, die er macht, so sehr Equipment fokussiert. Also auch so, wenn er Kaffee macht, ist er so genauso, welche Mühle, wie jetzt, auf welchen Grad eingestellt, in welcher Kaffee,
Kanne, mit welcher Technik, während ich trinke so Kaffee und denke mir, oh, wie lecker. Und er ist halt auch so, welches Messer ist am besten, ist irgendwie so mit japanischen Messern und irgendwie hat so einen Schleifstein, aber mehrere Schleifsteine, weil das eine ist für die einen Messer besser und das andere für die anderen Messer. Und ich habe vor 9 Jahren ein Messer von meinem Opa mitgenommen, weil damals das der Haushalt aufgelöst wurde und mit diesem Messer schneide ich seit 9 Jahren. Es wurde nie geschärft und es geht alles immer noch. Und ich denke mir so, wenn es kein Problem gibt, gibt es kein Problem. Wisst ihr so? Jawohl. Okay. Sehr schön. Magst du direkt eins davon nehmen? Ja. Nimm dir was, ist das mal schön. Ach, guck mal, du passt so gut von deinem Outfit zu diesem. Guckt mal. Das ist hell und orange und das ist auch hell orange. Also Molly, das ist ja zum Bild machen ist das ja. Okay. Gut, meine lieben Süßen. Dann, wir beenden die Folge, wie wir sie begonnen haben. Ganz Gallien schläft. Ja, okay. Gut, dann gucken wir mal nächste Folge. Kann sein, dass wir nächste Folge in die Wehen kommen und dass wir dann das Kind kriegen. Wie lange dauert es eigentlich, bis du älter wirst? Noch 2 Tage. Okay. Und hier bei euch, ihr seid 2er-Schüler alle und du bist, kommst morgen zum ersten Mal in die Schule oder übermorgen, je nachdem, wissen wir noch nicht genau. Okay, gut, dann beende ich die Folge hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!